Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr fragt euch bestimmt, was hat er heute wieder hier liegen? Es geht hier heute um einen Gewichtsgürtel von Capital Sports. Das schaut so ähnlich aus, der Gurt, wie bei den Wrestlern, was man so kennt, oder bei den Boxern, wenn die so einen Gürtel, also ihren Gürtel verteidigt haben. Und dann ist er auch, würde ich so sagen, bloß ist er halt hier mehr dekoriert natürlich und mit ganzen Abzeichen. Der hier ist schwarz, wirkt aber sehr stabil, der Gurt. An ihm hängen hier Ketten. An diesen kann man Gewichte dranhängen, zum Beispiel Scheiben. Und es soll ein Gewicht, Zusatzgewicht von bis zu 40 Kilo aushalten. An jeder Seite habt ihr hier so einen Karabiner. Den könnt ihr hier dann aufmachen. Und dann in der Mitte durch die Scheiben durchstechen. Oder durchfädeln und dann macht ihr es einfach hier wieder fest. Der Gewichtsgürtel wird natürlich um die Teile wie ein Gürtel auch getragen. Das ist für Leute interessant, die vielleicht auch Gewichte heben und dann einfach auch was für die Hüfte, für die Knie, einfach für die gesamte Muskulatur noch was zusätzlich tun möchten. Ja, die hängen dann diese Gewichte dran und dann geht man leicht in die Beuge und wieder rauf und runter. Wie eben bei Kniebeugen, nur dass man hier zusätzlich noch Gewichte dran hat und sich das Ganze nochmal erschwert. Manche kennen es bestimmt, Kniebeugen sind manchmal für den einen oder anderen schon eh genug. Aber die Leute, die wollen halt hier nochmal ein paar Kilo dranhängen und sie noch ein bisschen mehr reinsteigern. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich würde es euch gerne zeigen, bloß habe ich momentan auch Hüftprobleme, sorry. Das Prinzip ist ganz einfach, da kann man hier jetzt nicht viel auch noch mehr erklären, also das muss man einfach kennen. Und die Kenner unter uns, die wissen, was das ist und wie das funktioniert. Die Ketten machen auch einen guten Eindruck, stabil, sind hier auch ziemlich fest, also schaut aus, wie dass es hier nochmal geschweißt ist oder was, dass da das auch auf jeden Fall nicht aufgeht aus Versehen. Insgesamt macht es auf jeden Fall einen stabilen Eindruck und das kostet, glaube ich, um die 20 Euro, ist auch nicht sehr teuer, muss ich sagen. Dafür bekommt ihr hier wie sonst auch immer von Capital Sports eine Top-Qualität an Sportzubehör. Und ja, von mir auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Wer das benutzen will und benutzt und kennt, der ist mit dem hier auf jeden Fall auch gut bedient. Weil, wie gesagt, qualitativ ist er auch gut. Bis 40 Kilo Zusatzgewichte kann er tragen. Das war es jetzt auch eigentlich schon von mir für den Gürtel. Da habe ich jetzt auch nicht mehr viel mehr zu erzählen dafür. Okay, vielen Dank fürs Zusehen, Leute, und viel Spaß damit. Ciao.